Kapitel 2 Gestrandet. Der Raum stank nach Desinfektionsmitteln und anderen zur Behandlung von Verletzten eingesetzten Chemikalien. Apparaturen summten und gaben in regelmäßigen Abständen ein bestätigendes Fiepen von sich. Das Apothekarium war überfüllt von Verletzten aller Art. Als Astartes genoss Trojan jedoch eine Vorzugsbehandlung und lag auf einer der begehrten Behandlungsliegen. Die Schulter schmerzte immer noch höllisch. Der leitende Apothekarius Gasto begutachtete seine Schulter mit ernster Miene. Was ihm Sorgen machte, war Trojan klar. Sein Körper hätte in der Lage sein müssen, die Verletzung von selbst zu heilen. Die Wunde begann jedoch immer wieder aufzubrechen und nach einiger Zeit sich sogar zu entzünden. Trojan lag bereits 2 Wochen auf der Krankenstation. Der Blick, dem ihn Adai zuwarf, als er mit seinem neu modellierten Unterkiefer das Apothekarium verließ, war ein weiterer Beweis für den schlechten Stand, den Trojan in dem Trupp besaß. Alleine Olster, der erste Offizier der Gräuelbringer, besuchte Trojan von Zeit zu Zeit und brachte ihn auf den neuesten Stand. Wie zu erwarten war, wurde das Schiff durch den abrupten Austritt aus dem Warp schwer geschädigt. Einige der Decks wurden vollständig zerstört und es wurden erhebliche Verluste gemeldet. Der Warp-Antrieb, Sensoren und das Gellerfeld wurden derart stark beschädigt, dass ein weiterer Flug durch den Warp nicht möglich war. Auch der Astropath wurde nur noch leblos geborgen. Was jedoch am schwersten wog, war der Verlust vieler Brüder. Neben Trupp Adai waren noch Trupp Iob und Trupp Azrat, der Gräuelbringer, zugewiesen worden. Während die beiden anderen Trupps noch aus jeweils 6 Brüdern bestanden, waren es bei Trupp Adai nur noch 5. Nach einigen Tagen, eine Genesung stellte sich nun endlich ein, besuchte Olster Trojan erneut. Er berichtete davon, dass man die Sensoren nun so weit wieder in Gang gebracht hat, als dass ein Kurzstreckenscan möglich war. Es wurde eine Außenstation der imperialen Streitkräfte auf einem Asteroiden in der Nähe entdeckt. Es wurde erhofft, dass dort eventuell Ersatzteile oder ein Astropath, der eine Nacht absetzen konnte, zu finden waren. Nach der Entlassung aus dem Apothekarium begab er sich erneut zum Amorium, um seine neuerdings reparierte Rüstung endlich wieder tragen zu können. Es war viel zu lange her. Der Geruch von verschiedenen Waffenölen deuteten ihm, dass es seiner Rüstung gut ergangen war. Nach seiner Komplettierung begab er sich zum Besprechungsraum, wo sich die Astartes versammelten. Adai und die anderen 3 Marines seines Truppes würdigten ihm keines Blickes. Die übrigen Marines nickten ihm knapp zu. »Wir haben versucht, Kontakt zur Station AS-3251 aufzunehmen, jedoch haben wir keinen Kontakt bzw. keine Antwort erhalten«, eröffnete Iob die Unterredung. Der Marine war gänzlich anders als Adai. Während Adai die Statur eines Kaschkun-Ochsen aufwies, war Iob eher schlank. Seine schwarz-grau melierten Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden, während die Mitte seines Gesichtes durch eine riesige Nase verziert war. So war doch das bestechendste Merkmal von Iob seine stahlblauen Augen, welche die Weisheit vergangener Zeiten in sich trug. Trojan hang an seinen Lippen und hörte ihm zu. »Auch ist der Erkennungscode ausgeschaltet«, fuhr er fort. »Wir hätten die Station gar nicht entdeckt, hätten wir nicht gewusst, wo wir suchen sollen. Wir werden in 10 Stunden die Station erreichen und sind zu dem Schluss gekommen, dass Vorsicht im Interesse aller sein wird.« Der Marine machte eine kurze, ausladende Geste und deutete auf die versammelten Astartes. »Wir werden einmal wieder die Drecksarbeit machen müssen, denn nur wir sind dazu fähig. Wir sind der starke Arm des Imperators.« Lautes Klopfen von Fäusten auf Tischen war zu hören und Trojan stieg mit Leibeskraft mit ein. »Wir werden 2 Stunden vor Ankunft im Schatten des Asteroidengürtels mit einem Thunderhawk vorausfliegen und die Lage erkundschaften.« Die Triebwerke des Thunderhawks waren bereits gestartet und das Dröhnen übertönte alle Geräusche auf dem Flugdeck. Die schwarzen, glänzenden, pupillenlosen Augen seines Kampfhelmes betrachteten kalt den Hangar. Von den Gefechten, welche hier mit seiner Beteiligung stattgefunden haben, war nicht mehr viel zu erkennen. Die Servoriteneinheiten und Aufruhrkommandos waren fleißig gewesen. Die Astartes betraten das Innere des Thunderhawks und begaben sich auf die Gefechtssitze. Gurte schnellten um die Rüstung, noch während die Rampe sich lautlos schloss. Trojan nutzte die Gelegenheit, die anderen Astartes zu mustern. Die Vitalwerte seines Trupps waren im Gefechtsmodus und leicht beschleunigt. Sein Blick fuhr von einem zum anderen. Alle schienen routiniert ihre Ausrüstung noch ein allerletztes Mal zu überprüfen. Nur Adai betrachtete Trojan.
Trotz der Tatsache, dass sein Helm keine Emotion ausstrahlen konnten, so wurde er sich dem brennenden Blick seines Truppführers gewahr, welcher wie massereaktive Geschosse in ihm eindrungen. Nach einer kurzen Zeit wanderte sein Blick an die Anzeigen, welche den Status des Thunderhawks zeigten. Sie befanden sich nun kurz vor dem Asteroidenfeld. »Hey, ihr da hinten! Gleich wird's holprig!« tönte es aus dem Cockpit. Der Thunderhawk presste sich in eine enge Kurve und die Astartes wurden in ihre Sitze gedrückt. Ein Auf und Ab, als würden sie durch Luftlöcher fliegen, deutete den Insassen von den schnellen Manövern, die ihr Pilot flog. Es war eine Kunst, diese majestätischen Kampfschiffe zu fliegen. Er hatte auch überlegt, sich als Pilot ausbilden zu lassen, jedoch hatte er immer anderen Dingen Vorrang gegeben, sodass es nie dazu kam. Fast 2 Stunden wurde der Tanz zwischen den Asteroiden fortgesetzt, als mit einem Mal das Schiff schlagartig ruhig dahinschwebte. Die Insassen wappneten sich automatisch. Sie wussten, dass nun die heiße Phase der Erkundungsmission begann. Iob schnallte sich ab und ging zur Pilotenkanzel. Er blieb im Schott stehen und betrachtete kurz die Situation. »Status!« fragte er. Der Pilot begann zu antworten. Jedoch kam seine Stimme nicht aus seinem Mund, sondern durch interne Lautsprecher. »Die Basis scheint intakt zu sein. Ich habe mehrere Lebensformen auf dem Schirm.« »Was für Lebensformen? Sind Sie imperiumstreu?« »Sir, das kann ich nicht erkennen. Ihre Scanner sollten uns jedoch nun auch erfasst haben. Soll ich einen Gruß entsenden?« »Grüße Sie im Namen des Imperators und verlange ein Gespräch mit dem Kommandanten der Station.« Ein Knacken des Lautsprechers ertönte. Troja nahm an, dass es sich um eine Bestätigung handelte. »Sir, wir bekommen eine Antwort. Ich stelle durch.« »Ich begrüße euch im Namen des allmächtigen Imperators Astartes. Ich bin Verla, stellvertretender Kommandant dieser Station und Meister des Schlüssels. Wir haben euer Kommen erwartet und haben Landeplattform 3 bereits vorbereitet.« Der Thunderhawk flog einen leichten Bogen. Ein auf den ersten Blick unnötiges Manöver. So war die Landeplattform doch eigentlich direkt voraus. Doch Trojan, der die taktischen Anzeigen studierte, wusste es besser. Er erkannte die Absicht des Piloten. Durch das Manöver war der Thunderhawk bei nie mehr als einem der großen Lasergeschütze im Feuerfeld. Eine Vorsichtsmaßnahme, die ungewöhnlich erscheint, so steuert man doch auf eine befreundete Basis zu. Trojan war angespannt. Auch den restlichen Astartes merkte man die Unruhe an. Mit dem Aufsetzen des Thunderhawks wurden die automatischen Abschnallvorrichtungen aktiviert und wie eine gut geölte Maschine standen die Astartes auf und nahmen Position für einen Sturmangriff ein. Iob gab ein kurzes Handzeichen und die Marines entspannten sich ein wenig. Mit einem Zischen öffnete sich die Sturmrampe und noch bevor sie ganz den Boden erreicht hatte, schritt Iob selbstsicher voran. Die Trupps folgten in einer Gardeformation. Doch war es mehr als der Anschein, der erweckt werden sollte. Die Position jedes der Astartes war wohl überlegt. Überlappende Feuerfelder konnten schnell eingenommen werden und ein schneller Rückzug war gewährleistet. Mit dem geübten Blick eines transhumanen Wesens wurde die Szenerie betrachtet. Die Plattform war deutlich größer als der Thunderhawk und erstreckte sich bis zu einem doppeltürigen Stahltor, welches in das Innere der Basis führte. Das Landedeck bot ausgenommen des Thunderhawks absolut keinerlei Deckung. Weder waren dort Kisten oder andere Dinge, die auf den Gebrauch der Plattform hindeuteten, vorhanden. Ein Blick auf die Felsformation, in welches die Basis gearbeitet wurde, zeigten viele Schlitze und Scharten, aus denen ein perfekter Hinterhalt gestartet werden konnte. Auf der Landeplattform stand ein Mann in der Uniform eines Offiziers. Er trug einen türkisen Umhang um die Schultern. Jedoch war kein Rangabzeichen und auch keins der in der Gardevariante der Uniform üblich getragenen Orden oder Auszeichnungen zu sehen. Nur ein Halsband, welches an der Front durch eine Sonne aus Rubinen verziert war. In seiner Hand hielt er einen Stab, der, so dachte sich Trojan, wohl seine Befehlsgewalt unterstreichen sollte. Sein haarloser Kopf war leicht oval und seine Augen waren glasrig. Erst jetzt fiel Trojan auf, dass der Mann gar keine Maske trug. Die Station muss neben einem Generator für künstliche Gravitation auch noch ein Atmosphärenmodul beinhalten. Das war sehr beeindruckend und stand im absoluten Widerspruch zur Bedeutung dieser kleinen Außenstation.
Seid gegrüßt, Astartes, sprach Werla, während er sich elegant verbeugte, dabei aber Iob nie aus den Augen verlor. Folgt mir, ich bringe euch zu meinem Meister. Er erwartet euch bereits. Iob schaute ihn einen kurzen Moment abwägend an und nickte dann. Geh vor! Werlas Augen funkelten wie Eisblitze. Er wirbelte dann jedoch auf den Absätzen herum, um sich in Richtung des Stahltores zu begeben. Die Marines folgten ihm. Während des Weges zum Tor betrachtete Trojan die Scharten und Schlitze. Kurz hatte er das Gefühl, dort mehrere Gesichter zu sehen. Doch so schnell dieser Eindruck entstand, so schnell war er wieder weg. Was blieb, war das dumpfe Gefühl, direkt in eine Falle zu laufen. Am Tor angekommen, glitt es lautlos auf und schloss sich instantan nach Betreten der Vorhalle. Diese war in einem bläulichen Licht getaucht und hatte Türen in mehrere Richtungen. Es schien eine Art Knotenpunkt zu sein, von wo aus sich Wege in den gesamten Außenposten wandten. Unterbewusst, jedoch routiniert, betrachtete Trojan die Apparaturen, welche die Türen öffneten und schlossen. Ein Verhalten, welches einen Rückzug sichern sollten. Die Entourage bewegte sich jedoch bereits in einen Korridor, welcher leicht abschüssig zu sein schien. Die Wände waren hier enger zusammen und ließen kaum zwei Marines nebeneinander stehen, sodass sich diese in einem Gänsemarsch durch den Korridor bewegten. Auch war die Beleuchtung hier kaum vorhanden und nur sporadisch hingen LEDs von der Decke. Ein leises Knacken war zu hören. Trojan öffnete augenblicklich den internen Komm seiner Rüstung und vernahm sogleich die Stimme von Iob. Adai! Lass einen deiner Männer den Rückzug sichern. Ich habe keine Lust, hier in eine Falle zu hocken. Trojan, begib dich zurück zum Thunderhawk und warte auf unsere Rückkehr. Die Stimme war nicht mehr dieselbe, seitdem er seinen Unterkiefer verlor. Jedoch die Eiseskälte blieb ihr. Trojan biss sich auf die Lippe und sein Ärger wühlte sein Inneres auf. Es wäre die Aufgabe des jüngsten Mitglieds des Trupps gewesen. Jedoch schaffte Adai es wieder, Trojan seinen Stand in dem Trupp spüren zu lassen. »Ja, Sir«, erwiderte er mit einem Unterton, der aus Frust geboren war. Trojan drehte sich um und tauchte in die Dunkelheit des Ganges. Er schritt langsam den kaum beleuchteten Korridor entlang. Die Positionslichter des Trupps blinkten in einem grünen Licht auf der taktischen Karte, welcher sich durch ein beiläufiges Zwinkern auf dem integrierten Helmbildschirm anzeigen ließ. Sein Blick wanderte zu den Symbolen an den Wänden. Diese hatte er beim Hineingehen gar nicht bemerkt. Sie waren sonderbarer Natur, sehr kunstvoll. Sie erinnerten ihn an Heldentaten, die er noch begehen werde, und den Ruhm, den er als baldiger Anführer eines eigenen Trupps ernten wird. Gedankenversunken näherte er sich dem Knotenpunkt mit dem Ausgang zum Landedeck. Seine verbesserten Sinne ließen ihn kurz aufhorchen, denn nun hörte er das geschäftige Treiben von Menschen in der Ferne. Bereits weit bevor er auch nur ansatzweise von ihnen entdeckt werden würde. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Waren die armen Tölpel den Anblick von Astartes doch nicht gewohnt? Oft konnte er sogar Furcht in den Menschen sehen. Als sie ihm mitbekamen, dass Astartes hier langkommen würden, haben sie sich sicher lieber irgendwo anders aufgehalten. Nun aber gingen sie wieder ihrem Handwerk nach. Das Traben von schweren Schuhen auf dem Boden, gefolgt von hastigen Rufen und zackigen Befehlen, deuteten ihm, dass hier das imperiale Volk ihr Tagewerk verrichtet. Noch eine Abzweigung und er wäre am Ziel. Doch irgendwas störte ihn. Seine Gedanken waren noch bei den Tagträumen, als ihn die Erkenntnis wie der Schlag mit einem Energiehammer traf. Sein Griff glitt automatisch zu seinem Bolter. Die Magnethalterung wurde gelöst und das Kampfdisplay wurde nun geladen. Munitionsanzeige und Status der Waffe wurden auf seine Retina projiziert und sein Metabolismus fing sofort an, den Körper in einen Kampfmodus zu versetzen. Ein kurzer Blick um die Abzweigung bestätigten seine schlimmsten Vermutungen. Eine große Ansammlung von imperialen Soldaten hatte sich dort gebildet. Mindestens 50 Mann mit Lasergewehren und 4 schwere Waffenteams, welche ihre Laserkanonen zum Landedecktor zogen, konnte er sehen. Leise fluchte er über seine Unaufmerksamkeit. Er hätte diese Gefahr schon viel früher entdecken müssen. Doch waren seine Gedanken trübe von den Tagträumen. Er schüttelte ein erneutes Abgleiten in die Gedankenwelt ab und konzentrierte sich auf die Situation. Er eröffnete sein internen Komm und sprach: »Achtung, wir sind in einen Hinterhalt geraten!«
Doch es war nur statisches Rauschen zu hören. Die Kommverbindung war tot. Die Taktikanzeige verriet ihm, dass sich die Trupps weiter in die Basis schlängelten. Auch der Kontakt zum Thunderhawk war nicht möglich. Er musste abwägen. Sollte er seinen Brüdern hinterher und sie warnen oder hier den Rückzug sichern? Er entschied sich für Letzteres, da der Verlust des Thunderhawks nicht zu verkraften war und eine massierte Ansammlung von Feinden im Rücken auch nicht zum Überleben beitrug. Doch standen die Chancen nicht gerade für ihn. So viele ausgebildete imperiale Soldaten waren ein sehr ernstzunehmender Gegner. 1:1 wäre nicht einer von ihm, auch nur ansatzweise, ihm ebenbürtig. Doch in der großen Zahl waren sie durchaus gefährlich. Er betrachtete noch einen kurzen Moment die Szenerie. Die Trupps bauten gerade Deckung aus Sandsäcke und sicherten ihre Stellung in Richtung des Landedecks. Sie rechneten wohl damit, dass der Thunderhawk Gegenwehr leisten wird und hatten sich Stellungen ausgehoben. Wenigstens würden die Stellungen keinen Schutz gegen ihn bieten, denn er kam von hinten. Er öffnete den Granatspender an seinem Gürtel und entnahm 3 Granaten. Er schaltete sie auf Aufschlagszündung.